Herzlich willkommen zu diesem Freundschaftsspiel. Es kommentieren Manni Beugmann und Frank Buschmann. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Jetzt könnte er in die Mitte abspielen. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Das muss es sein! Klasse reingegeben, wird das was? Und Abstoß ist die logische Folge. Da scheint keiner vorbeizukommen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Gewährt, aber noch nicht geklärt. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Ja, da kommt was auf uns zu. Das muss es sein! Kann er die Der hat gepasst. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Keine Sekunde hat er gezögert, der Schiri. Er zeigt auf den Punkt.
immer eine heikle Sache, so ein Elber, aber er hat es geschafft. Wirklich souverän gemacht, auch auf diesem Niveau, nicht selbstverständlich. Jawohl, abgefangen. Peter attackiert. Flanke fliegt in den 16er. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und Eckball gibt's. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Das sollte eine brutale Grätsche werden, aber er springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen, aber das ist perfekt. Schöne Annahme, gut behauptet. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ja, jetzt ist er frei! Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch mitspielen. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Aber noch nicht geklärt. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Die Flanke abgefangen. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Das muss er pfeifen. Ein klares Foul, das können wir hier sehr schön sehen. Korrekte Entscheidung des Referees, sehen wir hier ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Da wird zum Eckball geklärt. So sieht das der Trainer gern. Geht er rein! Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Der Ball ist im Aus, Eckball. Vorsicht, Kopfball! Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. So, und auch hier kann man wieder deutlich erkennen, es zahlt sich aus, wenn man Standardsituationen wie Ecken übt. Das war ein guter Versuch. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Versuch der Balleroberung. Tja, das gibt Reaktionen auf den Tribünen. Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Für dieses Foul sieht er gelb.
Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Was macht er jetzt damit? Die Flanke kommt nicht durch. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Sie erwarten einen Flankenball. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Es ist der Punkt. Erstmal nur abgewehrt. Was macht der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Spielt schön mit Fang. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Sauber geklärt. Herr Schwamm, wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Für dieses Foul sieht er gelb. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Sicher, der Spieler hat bereits gelb gesehen, dann nimmt er ihn lieber aus dem Spiel, um einen Platzverweis zu vermeiden. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Und jetzt verliert er den Ball. Guck mal hin! Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Ja, da muss es gelb geben.
Wenn es einen Freistoß gegeben hätte, hätte ich gesagt, okay, aber gelb, Uschi? Schließe ich mich hundertprozentig an, Manni, also niemals. Wenn du das pfeifst, dann gibst du hier heute 20 gelbe Karten. Jetzt ist er ganz frei durch. Und? Ups, den verzieht er aber. Ja, aber da stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Und da sieht er gelb. Zu Recht. Klares Foul. Er grätscht ihn so richtig ab. Ruppig, blutig. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Keiner will mit dem Schiedsrichter diskutieren. Das war eine richtige Entscheidung. Elfmeter. Da gibt der Elfmeter und da zückt er die gelbe Karte. Und für mich hätte er rot geben müssen. Und Tor, er behält die Nerven. Ja, ganz souverän gemacht. Und wie er ihn hier reinmacht, den Elfmeter. Oh, das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern. Aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Eine präzise Flanke, aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Toll, wie er das macht, und? Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Toll, wie er das macht, und? Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Zur Pause können wir uns nicht beklagen. Es ist Spannung drin, es sind auch ein paar Tore gefallen. 2:1 steht es hier. Das war spannend, das war rasant, das war dynamisch. Ein tolles Spiel. Ja, wir sind auch noch richtig aus dem Häuschen, genau wie die Leute hier im Stadion. Fantastische Atmosphäre, passend zum Spiel. Also ich muss sagen, ich bin richtig heiß auf die zweite Halbzeit, vorausgesetzt, sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Ja, Wahnsinns Fußballspiel bisher in den ersten 45 Minuten, Manni. So viele Chancen, das sieht man normalerweise in 4-5 Spielen zusammen nicht. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Oh, da ging es aber heute richtig zur Sache. Das nennt man wohl ein körperbetontes Fußballspiel. Entwickelt sich möglicherweise was. Ein Versuch der Balleroberung. War im Tor aus. Eckball. Ja.
Hier sehen Sie im Vergleich die Statistik der Torschüsse von heute. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Entwickelt sich möglicherweise was. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Eine gute Flanke, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Gute Flanke. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Jetzt holt sich der Angreifer den Ball zurück. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Sie sehen es, der Spieler ist enttäuscht, aber im Prinzip ist er zu seinem Besten. Denn wenn er hier noch eine Karte bekommen hätte, dann wäre er im nächsten Spiel gesperrt. Und das ist unter dem Strich noch ärgerlicher. So, da bin ich mir sicher, gibt es ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Also so kommen Sie nie auf einen grünen Zweig bei dieser Chancenverwertung. Und das sorgt für ganz viel Frust, da bin ich mir sicher. Und jetzt müssen die Superstars sich zusammenreißen, denn die ganz Kleinen, sie sind zurück. Manni, schnupper mal, schnupper mal. Es riecht nach Sensation. Gratulation, man soll halt nie aufgeben im Fußball. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Klare Entscheidung, Ecke. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Jetzt setzen Sie alles daran, hier in Führung zu gehen. So, das Gleiche nochmal. Ecke. Der Ball streift die Latte und fliegt ins Tor aus. Schade.
einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion. Ein Beleg für eine exzellente Torhüterleistung. Auch hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. Bis hierhin zunächst mal den Punkt. Gefährliche Flanke. Klasse reingegeben. Schuss und... Der Schiedsrichter pfeift ein Handspiel. Sieht nach einer guten Torchance aus. Tolle Flanke. Alle Achtung, gegen diesen harten Schuss eine klasse Parade. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten. Und jetzt! Das spürt man sofort. Das Unentschieden reicht ihnen nicht. Das könnte eine Torchance geben. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Jetzt kann die Flanke kommen. Eine etwas schlampige Flanke. Sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Toll abgegrillt, dieser Ball. Und der Torwart ist natürlich auch noch da. Foul gepfiffen und Hand. Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Hinter rein! Gehalten, aber noch heiß. Und auch den zweiten Versuch vereitelt. Und diesmal hält er ihn auch fest. Hat er abseits gepfiffen. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Führungstor muss her. Das merkt man bis hier oben. Keiner will mit einem Unentschieden vor Platz. Sie wollen beide noch den Sieg. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier zu sprechen, nee, das geht nicht. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Thank you.
Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt! Freistoß geben. Das kennen wir, die Mauer geht einen Schritt nach vorn, nur der Schiedsrichter scheint es nicht bemerkt zu haben. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt. Und schafft sie es per Eckball, hier vielleicht noch die Führung zu erzwingen. Gute Faustabwehr. Scheint keiner vorbeizukommen. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Nach 90 Minuten ist die reguläre Spielzeit vorbei. Aber es geht weiter, denn das Spiel, es steht unentschieden.